Wenn der Hydrowinkel so dominant ist, dann muss er sich auch in allen Tieren mehr oder weniger wiederfinden. Begeben wir uns in das Reich der Insekten, dann können wir bei vielen eine überdeutliche Einbindung in den Hydrowinkel feststellen. Spinnen mit 8 Beinen, die sie im Hydrowinkel halten, sind entspannt, aber konzentriert. Aber auch 6-beinige Insekten halten meist die Gliedmaßen, wenn es möglich ist, immer in den Hydrowinkeln. Schmetterlinge knicken den Saugrüssel im Hydrowinkel beim Saugen des Nektars ab. Dieser Wollschweber hält seine Flügel in einem Hydrowinkel. Es gibt aber auch Insekten, die geradezu in den Hydrowinkel gewachsen sind. Das sind die Libellen. Ganz gleich, wo sie sitzen, sie versuchen ihre Beine immer im Hydrowinkel zu halten, wenn auch die Unterlage oder der Ast zu kurz ist. Die hydrogewinkelte Beinhaltung geht vor und so versucht diese Libelle sich erst gar nicht mit dem ersten Beinpaar festzuhalten. Auch beim Fressen wird diese Beinhaltung nicht aufgegeben. Deshalb verwenden Libellen nie die Beine, um die Beute festzuhalten. Fast alles an einer Libelle ist an die Hydrowinkel angepasst. Ob Fußhaltung, die Beinborsten, aber auch die Flügel sind aerodynamisch in Hydrowinkeln strukturiert. Bei der Paarung kommt es oft vor, dass sich die Winkel bei den Männchen und Weibchen sortieren. Sie bilden dann zusammen eine Winkeleinheit. Libellen müssen ganz schnell reagieren, um mit einem Schlag die Beine exakt so zu halten, dass sie zeitgleich abgestimmt an einen Ast oder Grashalm angelegt werden können. Dies geht im Bruchteil einer Sekunde. Um dies bewerkstelligen zu können, entwickeln sie Techniken, mechanische Abläufe während des Schlüpfens. Denn dabei werden die Beine gehärtet und strukturiert für den späteren schnellen Zugriff. Die Erkenntnis, die man daraus gewinnt, ist die, dass es Reflexe und innere Spannungsmuster geben muss, welche die Ausrichtung der Beine fast immer im Hydrowinkel erzwingt.